Hallo Leute, herzlich willkommen bei unserem siebten Let's Play Minecraft Video. Wir werden jetzt in diesem Teil unsere Glaswand fertig bauen, wahrscheinlich hier noch ein bisschen weiter am Haus werkeln und dann noch was anderes machen. Mal schauen. Genau, so, wir haben jetzt noch ein bisschen Glas. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier direkt mal hier diese Wände fertig. Jo. Soweit es geht. Ich mache noch ein bisschen von diesem Glaskram. Ich habe noch 48. Dim-di-dim-bam-bam. So. Damit es hier ein Oh. bisschen. Ah, verdammt, Keke. Schon das zweite Glasteil. Mensch, war's doch mal Luft. Ich habe auch gerade einen mega Leck gehabt. So, bauen wir hier schön die Wand weg und das dritte Glas. Was ist das hier? Was machst du denn? Warum machst du das ganze Glas kaputt? Was ist denn da los? Ich habe einen versetzt und auf einmal waren zwei Scheiben daneben, obwohl ich nur einen gesetzt habe. Was ist denn los? Du hast mal wieder gezaubert. Da hast du noch ein bisschen was. Wenn nicht, müssen wir noch holen gehen. Sagen, wir gehen jetzt gleich mal runter an den Strand of Scotland und holen noch ein bisschen Sand. Ja, warte mal, da müssen wir. Ach so, warte, wo ist. Habe ich hier jetzt zugebaut? Ach, hier geht's raus. Oh nein. Hier, so. Herbert. Kann man da eigentlich eine Tür hinsetzen, wenn da Glas ist? Ja, der Boden muss nur Holz sein, der ist Ach du, holzmäßig. zück mal dein Schwert, da ist ein Creep. Ich zücke mein Schwert. Wow, Bumm. zwei. Alter, hast du überlebt? Wie das geknallt hat. Ich habe nichts abgezogen bekommen. Was ist das? Oh. Flint oder was? Hey, Ding, Black Powder. Black Powder. Nee, halt Gunpowder. Gunpowder. So, oh, guck mal hoch, wie das schon aussieht. Das sind Oh Baumhäuser. yeah. So muss das sein. Warte, lass mal kurz auf die andere Seite der Insel gehen. Schau mal hier hinten rechts. Da ist nämlich ein größerer Strand. Hier, komm mal mit. Müssen uns nur hier durchkämpfen. Da ist der Strand etwas bigger. Hier. Aua, fuck. Spiders? Wenn man eine Spinne hört, immer erstmal nach oben schauen. Ist da irgendeine? So voll ins Gesicht, zack. In your face. Ne, da ist nichts zu sehen. Ja, dann lass uns hier schon mal schnell ein bisschen Sand holen. Gut. Und dann Ey, die können ist hier wir neben mir, uns. ne? Also die ist. Ah, verdammt, die ist mir auf den Kopf gesprungen. Verdammte Scheiße, was ist hier los? Die will Tot? mich doch. Ah. Die wollen mich verarschen. Wo kamen die denn her? Die ist einfach gespawnt hinter dir, über dir. Hingegrafikt. Einfach hingegrafikt und mich dann gebissen mit ihren Spider-Zähnchen. In die Das ist so Axt. nett. Hast du noch ein Schäufelchen? Mein ist bald leer. Oh, ich hab meine ist gerade kaputt gegangen. Jetzt habe ich meine letzte. Läuft. Oh, ich habe alles geflutet. Ich gerade auch. It's because I'm cool. Bam. Oh. Nein, Herbert. Nicht fluten. Is it cause I have a hand? So, wir machen hier schön den Sand weg. Was ist denn das hier? Warum geht das nicht? Ach so, das ist ein Stone. Sandstein. Unter uns auch. Geh mal Nufte. Na, bist du verrückt, Junge? Scheiße, pass auf, du ertrinkst. Oh mein Gott, du Ertrinkender. Ich So, gehe jetzt dann die schaue ich mal, Seite. wie viel ich habe. 49, wie viel hast du? Ich habe 54. 54. Das könnte eventuell schon reichen. Das ist ja nicht mehr viel, was wir brauchen. Ja, stimmt, das Nufgehe. Ich denke mal, ich werde noch aus dem restlichen Sand, den ich hier dann noch über habe, TNT machen. Oh, wie kann ich ja nicht lang? So, dann gehen wir mal hier wieder hoch und lassen mal unsere Öfen Unsere mal ein bisschen Öfchen. qualmen. So, wir können das Ich jetzt mal komme. grob überschlagen, ob das hier reicht. Also hier ist schon fertig, fertig, fertig. Ja, vor allem überleg mal, aus sechs Glasblöcken machen wir 16 Glasscheiben. Ja, Also stimmt. logisch. Das sollte reichen. Manchmal hier.
20 Sand. Wow, hier. Wieder zurück. Hier machen wir auch noch ein bisschen was rein. Ja, okay, das sollte auf jeden Fall reichen hier für das Vorhaben. Ich habe hier Scheiße gebaut. Verdammt. Ich mach meinen Sand auch gleich rein. So, schau mal hier. Oh mein Gott, TNT. Ich mach's mal in die Klotzbox. In die Klotzbox. Klitzbix. Ja, ist das nicht schön, wie die drei Öfchen hier arbeiten? Oh, diese Öfchen. Ich tanze ein bisschen. Hammer time. So, jetzt schauen wir mal, wie hier eine Tür geht. Hoffentlich weiß ich es noch. Tack. Ja. Machen wir zwei? Ich mach auch eine. Ja, zwei. Machst du zwei, dann soll ich auch eine machen. Ich hab schon zwei. Ich mach eine für später. So. Dann setzen wir mal hier die Tür schon dahin. Ach scheiße, das geht jetzt gar nicht. Wegen dem Glas, der benutzt einen halben Klotz quasi. Ja, dann machen wir hier außen. Warte mal, Achtung, Achtung. Lass er gerade mal so stehen, du. So. Machen wir es gerade so, guck mal. Ja genau, das wäre besser. Achso, dann eine Tür quasi. Ja, machen wir. Oder sollen wir zwei machen? So eine Doppeltür oder? Warte, sind wir jetzt überhaupt mittig? Lass mal nicht wirklich. 1, 2, 3 Klötze, also, hier sind es 4. Also hier noch. Moment. Ja doch, wenn du den hier wegmachst. Ja, ja. Dann mit. So, und was ist hier jetzt? Dann muss ich auch noch. Warte, Achtung, geh mal zur Seite. So. So, perfekt. Dann noch. Brauchen wir da eigentlich zwei Schalter oder nur einen? Also du kannst quasi jede Türhälfte separat öffnen. Ja, okay, dann mache ich 4 Schalter. Insgesamt. Für außen wie auch für innen. Ja klar, wie die behindert aufgehen, was ist da los? Nee, warte mal, da haben wir mal irgendwas verkehrt gebildet hier. Nee, du hör mir auf, Herbert. Hä, hast du die jetzt? Pause mal dahin. Jetzt stimmt's dann. Yeah. Ja, so geht es. Perfekt. Okay, nice. Okay. Was ist das da oben? Hast du da angefangen, die Decke zu bauen? Ja. Ich habe ein bisschen gebaut. Der Jensen, Trubanson, hat ein bisschen gebaut. Wie viel Holz haben wir eigentlich noch? 43, 47. Da müssen wir bald wieder Holz sammeln gehen. Ja. Wir sind die Holzsammler. Die Sammelknechte. So, machst du dir auch die. Ach, hast du schon welche? Oder machst du das von oben machen? Welche wie? Hier so, aus. Du leckst gerade ein bisschen. Kannst du nochmal bitte wiederholen? Ja, okay, und zwar hier auf den Baum hochgehen. Also für dich, du kannst hier auf den Baum hochgehen und vom Baum aus das oben weiterbauen. Wäsche. Wäsche. Hingehannehun hinhan. Lalalala. Ich bin der Jensen Trabanson. Der Jensen. So. Ich mache hier das Glas weiter. Ach, verdammt, das geht hier auto. Das geht ja an diesen blöden Baum dran. Wow. Okay. Wie das aussieht von hier unten. Sieht aus, als würde sich einfach alles von alleine aufbauen. Überall ploppen Holzklötzchen auf. Hm. Weil der Warlün arbeitet. Okay, also hier oben, hier unten bin ich gleich fertig. Oh no. Yeah, I'm ready. So, okay, das Holz, was wir haben, ist aufgebraucht. Hast du noch was? Holz? Ja. Ja, hier. Komm mal kurz. Nein. Also ich habe nicht mehr viel, hier noch 28. Ich konnte es mal eben auf dich drauf. Bab. So.
Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal kurz runter, bevor die Sonne untergeht, und sammle noch ein bisschen was auf. Mal ganz fix. Ja, da komme ich direkt mit. Weil ich glaube, da brauchen wir schon noch ein bisschen was. Ja, oh, jetzt glaubst du bei mir. Nein, mach mal kurz einen Cut. So, jetzt bin ich hier gerade in einem fetten Baum. Hier holen wir jetzt uns noch ein paar Stämmchen. Ich werde dir mal folgen. Bevor es dunkel wird. Und dann legen wir uns noch gleich ins Bett, bevor irgendwelche Zombies auftauchen. Oder ich verteile hier noch ein paar Fackels. Ah, ich mache vor allem auf unseren kleinen Steg noch ein paar Fackeln drauf. Weil hier waren nämlich vorhin ganz viele Spinnchen drauf. So. So, hast du eigentlich noch, hast du schon wieder was gegessen oder hat deiner Hunger? Nee, ich bin satt im Moment. Also ich brauche nichts. Ich habe nämlich nur noch eins. Ich habe vorhin ein bisschen Zombie-Fleisch gemampft. Das war wohl nicht so gut. Rottenfleisch. Verrottetes, verkacktes Fleisch. Wow. Sind die Bäume hoch, das ist ja unglaublich. Und ich bin gerade übel in deine Höhle reingefallen, die du hier anscheinend mal gebuddelt hast. Oh, Herbert. Boah. Ist jetzt etwa ein Enderman? So, meine Axt ist kaputt und jetzt muss ich mich runterbuddeln. Das ist ziemlich blöd. Hast du eine Axt? Ja, ich habe eine Axt. Ich rette. Oh, aua, scheiße, mich hat irgendwas getroffen. Ah, nee, der Hunger trifft mich. Soll ich dir was runterschmeißen, was zu essen? Ich esse. Das ist blöd, wenn man sich ganz hoch gebaut hat. Axt ist kaputt. Und dann hockt man hier oben. Ach, guck mal. Ah, jetzt hab ich gerade. Hinter dir kannst du an der Liane runtergehen. Ah, ja, nice. Und ich genuff. Aber natürlich habe ich ein Ding schon kaputt gejockelt. Kaputt gejockelt. I'm so darm. Meine Gedärme sind so dumm. Ey, hörst du das? Was? Na, Zombies. Das gerade eben. Verdammt. Ey, hört sich irgendwas an, es wird irgendwas schlagen. Was ist denn das? Sind das die Zombies oder was? Warte mal, sag mal. Ja, das war auf jeden Fall. Das sind so komische Sounds, die in der Nähe von Höhlen auch kommen. Ja, du hast hier unten ja eine gebaut. Vielleicht ist da was drin gespawnt. In deiner Höhle. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hoch und legen es mal schnell ins Bettchen. Ja, Moment, ich hol gerade noch den Kram hier. Das ist echt ein merkwürdiges Geräusch, als würde jemand eine Tür eintreten oder so. Oh, bei uns ist ein Zombie drin. Haben wir nicht genug ausgeleuchtet? Da ist es sau hell hier oben. Ich verstehe das gar nicht. Hier, ey, jetzt wird das. Geräusch. Oh fuck, super lag. So, Rottenfleisch. Super, hat sich ja gelohnt. So. Warte, ich bin auch nicht da. Hier ist der Kohle, genau unter unserem Haus. Hä? Ist hier irgendwas in die Luft geflogen? Ach ja, da war ja der Creeper. Ich muss kurz den Baum wieder ein bisschen zugänglicher machen. Wie bist du da hochgekommen? Gejumpt? Bitte? Ja, ich bin ein bisschen gesprungen. Wir haben jetzt auf jeden Fall so um die 160 Holz. Das müsste jetzt reichen, um das hier fertig zu bauen. Ich glaube, ich habe auch noch ein bisschen was dabei. Ja, komm, lass uns mal erstmal hinlegen. Ja. Paar. Ja, eigentlich ist ja egal hier. Ah, der ist bestimmt auf unserem Dach gespawnt. Da ist noch kein Licht, das du jetzt schon gebaut hast. Mhm. Dieses Schwein hat unsere Schwachstelle ausgenutzt. Unser Dach. Mal. Hast du Holz da reingestopft? Nee. So. Dum, da, dum, bam, bam. Och nee. Voll verbaut. So, das Glas ist fertig. Ich helfe dir jetzt mal hier oben. Genau, wenn wir das Dach fertig haben, dann kann ja im Prinzip ja nichts mehr reinkommen, oder? Ja, genau, es kann nur irgendwas drauf spawnen und dann Geräusche machen, aber das macht uns eigentlich nichts. Nichts aus. Ich mach mal den Rand. Da, 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 da.
Bam, 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 ich baue Holz. Da, da, bam, bam. So, ich habe kein Holz mehr. Warte, ich schmeiß dir welches rüber. Ich komm. Huah. Scheiße. Verdammt, die Kacke. Ich hab extra noch den, das so ein Sprunggeräusch gemacht hier, das meine Anstrengung zeigen soll. Und dann sowas. Kann ich einen ganzen Sack rüberschmeißen? Warum nicht? Warum nicht? Wie geht das? Sag mal schnell. Einfach aus dem Ding rausziehen. Aus dem. Ja, genau. Nee, warte mal. Ah, also, nice. Ja, ja, so, genau. Dankeschön. Sind die lustigen Holzbauer. Die Holzhalunken. Die Holzschabracken. wie so alte Holzfällerweiber. Die Holz. Sind die haarigen Holzschabracken. Oh yeah. Die Holz- ah, ich habe diese blöde Holzaxt hier, mit der ich das Holz bearbeite. Das passt zu uns. Die halunkigen, haarigen Holzschabracken. Das ist ab jetzt unser Spitzname. Ah, verdammt, ich seh's kommen. Wir müssen jetzt wegen einem kleinen Mini-Fleckchen wieder nochmal einen Stamm. Wie viel hast du? Ich habe noch 34. Damn. Jetzt nur noch 25. Achso, warte mal. Das langt nicht. Warte mal, vielleicht langt's ja doch noch. Vielleicht, wenn man die Augen zupetzt und sich dreimal im Kreis dreht. Warte mal. Nein. Nein, es langt nicht. Vielleicht können wir von hier einfach. Guck mal, wir springen jetzt auf den Baum, der da wächst. Und den fisten wir down. Ah, das können wir natürlich auch machen. Okay, weh, ich sterbe jetzt. Pass auf, du musst mich filmen, falls ich fail. Dann wird ja. Jetzt ist ziemlich lustig. Ich will hier runter, genau, also du musst ganz nah an die Kante. Ich will da unten wieder landen. Hier. Achtung. Ah. Okay, ich. Aua, verdammt, das habe ich auch noch Schaden bekommen. Hallo. Jo. Ich wink mit einem Stück. Schwein. Hallo. Hier verrottetes Fleisch. Friss. Ah, meins. Oh, ich kann es nicht essen. Egal. Ich werde mich jetzt hier hinunterbuddeln. Wir können ja generell alle Bäume da hier in der Umgebung wegmachen, dann können wir auch besser jagen und alles sehen. Ja, genau. Das ist ein bisschen Gesicht einschränken, so viele Bäumchen hier drumherum. Ja. Ich brauche jetzt eine neue Axt. Ich habe keine mehr. Keine Sticks. Was? Jetzt haben wir das ganze Holz. Achso, ich habe ja gerade eben ein bisschen Holz gemacht. Das wäre doch gelacht. Was brauchst du? Eine Holzaxt oder eine Pickaxt? Ich brauche eine. Achso, natürlich. Stopp, ja? ich hab doch jetzt genug Holz. Warte mal. Ich habe 44. Okay, dann. Ja, ich gebe dir mal die Hälfte ab. Und dann wird gebaut, was das Zeich. Ne? Hält. Genau. So, jetzt sind wir endlich gleich hier mit dem Dach fertig. Das wird so cool mit Dach. Dann können wir den Baum hier neben dran auch noch abbauen. Dann haben wir noch mehr Holz. Für uns zwei Holzköpfe. Du musst wahrscheinlich die letzten Dinger ersetzen. Wie viel hast du noch? Du hast noch genug, ne? Ich hab 16. Hier fehlen noch 6, 7, 8. 8 Stücke fehlen noch. Und das sollen wir den Baum hier lassen. Das ist ein ziemlich cooler Aufstieg eigentlich, ne? Ja, lass den jetzt erstmal. So arg stört er jetzt auch wieder nicht. Ja, ne, ich dachte halt einfach nur an die Holzgewinnung. Aber wir haben ja eigentlich. Also, Bäume außenrum. Ich mach jetzt mal noch. Aber hier neben drin ist noch ein Baum. Den mache ich gerade noch ab, da. Weil dann können wir auf unser. Oh nee. Oh scheiße, das ist einfach ein Loch und ich fall 1000 Kilometer tief runter. Welch eine schöne Aussicht. So, hier haben wir jetzt noch 10 Trillionen Glas, 59 Glas, 28 Glas, ein Glas, was ist das für ein Scheiß? Okay. Ja, das hast du reingezaubert. Stimmt, Mr. Killer 13. Üben Glas. Dela Glas. So, was brauchen wir jetzt? Schwerthammer? Okay, aber weißt du was? Unser Häuschen sieht ein bisschen unecht aus, weil wir unter unserem Häuschen halt einige Bäume abgehackt haben und unser Häuschen also in der Luft schwebt. Ich mach das noch wieder was hin, oder? Dass es realistisch aussieht?
Ja, oder soll es schweben? Weil es wird ja ein bisschen Darm aussehen, oder? Wie ein Darm, wie ein Gedärm. Ja, ich würde schon sagen, dass wir da wieder ein bisschen was hinmachen, oder? Ja, also es langt eigentlich, wenn wir einen so einen dicken Viererbaum da stehen hätten. Und da fehlen nur noch ein paar Stücke, um den zu vervollständigen. Da haben wir anscheinend einfach abgehackt. Ich hab's gleich. Ah ja, ich seh's. Da gehen natürlich wertvolle Stämme verloren, aber das tut mir nicht alles, ne? Okay, da fehlen jetzt nochmal acht. Acht Stück. Wow, super leck. Ein Tiger. Den kill ich jetzt mal schnell. Haha, geh mal schwimmen. Meine Cat. Wo sind die EP-Bällchen? Das gibt's doch gar nicht. Ist aber weggeschwommen. Cats haben kein EP. Doch, ich habe sie gesehen, wie sie rausgekommen sind. Aber sind nicht in meine Richtung. Das kann nicht sein. Warum lügst du so gerne? Sie sind ein Lügenbrecht. Um Lügenbrecht, da wird mir schlecht. Ey, irgendwie. Stirbbrecht. Stirbbrecht. Der arme Mann. Der arme Mann. So, ich mache jetzt noch ein bisschen Holz. Jetzt kann ich gleich unseren Tragebaum, der die Last unseres Häusels trägt, vervollständigen. Da verschwindet auch dieses ganze Gezottel hier unten. Das ist so kacke. Das Gezottel. Das Gezottel und Gekackel und Geschissel. Warte, wie? Ich habe nur 4. Ah ne, das ist nochmal 7. So, ich würde sagen, wir haben jetzt hier das Dach fertig gemacht. Wir haben die Glaswände fertig gemacht. Ich habe jetzt für diese Folge lang genug aufgenommen. Es geht gleich weiter mit Folge 8. Da machen wir im Anschluss weiter. Da würde ich sagen, machen wir noch ein paar kleine Höhlen-Expeditions. Oder was genau, man sieht, Mission genau. 13. Das würde ich auch behaupten. Ein paar wunderschöne Ausflüge in die Höhle. Ich will mindestens einen Enderman sehen. Mindestens. Und das nächste Mal filmt Killer 13. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, wir wechseln uns da immer ab. Mal nimmt Killer auf, mal nehme ich auf. Oh, sorry. Dankeschön. Und ja, wir freuen uns auf euch beim nächsten Video. Ciao. Ciao.